Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case Tester Blog. Im heutigen Video geht es um die Frage, lohnt sich ein Umstieg vom iPhone 7, 8 Plus auf das XS Max? Für normale Nutzer vom 7, 8 oder vom X ist das Max wahrscheinlich zu groß, da es fast die gleichen Abmessungen wie auch die Plus-Version, also 7, 8 hat. Wer jedoch ein iPhone 7, 8 Plus hat, wird wahrscheinlich heiß auf das Max sein, genauso wie ich es auch war. Doch die Frage ist, lohnt sich ein Umstieg? Genau diese Frage werde ich in diesem Video jetzt beantworten. Aber fangen wir erstmal an mit den größten Unterschieden zum iPhone 7, 8 Plus. Also klar, das neue iPhone XS Max ist schneller, es hat eine bessere Kamera, es hat kleinere Features wie diese Bokeh-Funktion, dass der Hintergrund scharf, unscharf wird. Aber bleiben wir mal bei dem, was uns wirklich heiß auf dieses riesen iPhone macht. Das ist das 6,5 Zoll OLED-Display im Gegensatz zu einem 5,5 Zoll LCD-Display, wie wir das im 7, 8 Plus haben. Ja, was ist noch groß an Unterschieden da? Das erste Mal kein Fingerabdrucksensor mehr, das erste Mal eine Notch und natürlich der extreme Preis von mindestens 1249 Euro. So, ich habe das iPhone XS Max jetzt seit genau 2 Wochen im Einsatz. Ja, fangen wir mal an damit, was mir positiv an dem Ganzen aufgefallen ist. Also endlich ein großes Display im iPhone. Andere Hersteller haben schon vorgemacht, Apple hat leider wieder ein bisschen zu lange gebraucht, aber gut, jetzt ist es da und ich bin damit vollkommen zufrieden. Ich liebe dieses riesen Display im iPhone einfach. Ja, Face ID ist für mich auch komplett neu gewesen. Ich hatte es mal zwischendurch im iPhone X ausgetestet, aber jetzt nie wirklich als Daily Driver benutzt. Ich komme unerwarteterweise sehr gut damit zurecht und vermisse den Fingerabdrucksensor überhaupt nicht mehr. Das merkt man gerade, wenn man schmutzige Finger hat oder das iPhone mal mit einer anderen Hand entsperren will oder dass der Fingerabdrucksensor ein bisschen rumspackt, wie man das manchmal kennt. Diese Probleme hat man mit Face ID nicht mehr. Und das Ganze funktioniert sogar super im Dunkeln. Ich saß letztes Mal beim Angeln nachts, Kragen komplett hochgemacht, Mütze noch aufgehabt, sozusagen nur die Displayhelligkeit vom iPhone, die aber auch komplett runtergeregelt wurde durch die automatische Helligkeit und es hat wirklich perfekt funktioniert. Ja, kommen wir mal zur Notch, was es ja beim iPhone 7 Plus auch nicht gab. Auch die stört mich überhaupt nicht. Ich dachte wirklich, die stört mich. Und auch die Wischgesten, die man da so machen kann, man hat ja keinen Home-Button mehr, wo man zweimal draufdrückt und dann öffnen sich die Apps und man kann die wegwischen. Das funktioniert jetzt einfach nur noch per Wischen und das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ja, das waren so die positiven Sachen, die mir aufgefallen sind. Kommen wir mal zu den negativen Sachen. Also der Akku hält nicht länger als bei meinem iPhone 7 Plus. Der hält nämlich einen halben Tag weniger. Mit dem 7 Plus habe ich genau 2 Tage immer geschafft. Mit dem XS Max schaffe ich jetzt nur 1,5 Tage. Klar, die Schnellladefunktion ist natürlich wieder nicht mit dabei. Vermisse ich schon sehr, weil gerade schon die alten Samsung S7 Edge hatten sogar schon eine Schnellladefunktion. Und vor kurzem hatte ich auch mal das OnePlus 6 da gehabt. Das hat eine Schnellladefunktion gehabt. Das ist schon echt eine geile Sache, welche ich wirklich vermisse, weil man muss das iPhone wirklich einen halben Tag am Strom haben, bevor das überhaupt richtig aufgeladen ist. Ja, der Preis ist natürlich auch krass mit 1249 Euro, wenn man mal überlegt, man bekommt mittlerweile ein OnePlus 6 für 400 Euro, das ist 1/3 des Preises. Ja, was mir noch aufgefallen ist, was jetzt aber nicht schlimm ist, was aber schon viele im Internet geschrieben haben, der Akku lädt nicht bei ausgeschaltetem Display. Das ist ein Softwarefehler, wird wahrscheinlich mit dem nächsten Update behoben sein. So, das waren so die Sachen, die mir positiv und negativ aufgefallen sind am neuen iPhone XS Max. Kommen wir mal zum Fazit. Lohnt sich ein Umstieg, wenn ihr jetzt ein iPhone 7 oder 8 Plus habt? Also meiner Meinung nach lohnt sich ein Umstieg auf jeden Fall, aber auch wirklich nur, wenn man das Geld übrig hat. Wenn man jetzt dafür irgendwie so eine Finanzierung machen muss, lasst es bleiben, kauft euch irgendwie am besten dann was anderes oder wartet, bis der Preis runtergeht, weil das ist halt ein krasser, krasser Preis. Ja, für mich dieses Display, das OLED-Display ist auf jeden Fall richtig geil, gerade wenn man von 7, 8 Plus kommt, ist man große Display schon gewöhnt und jetzt ein 6,5 Zoll Display, das ist schon der reinste Hammer. Ja, ich würde trotzdem empfehlen, wer nicht so an iOS hängt wie ich, sollte sich aber mal zum Beispiel ein OnePlus 6 oder das bald neue OnePlus 6T anschauen, weil das hat auch ein riesen Display und wie gesagt, das kostet nicht mal die Hälfte. Von dem Materialiengefühl wirklich auf einer Ebene, kostet nur 1/3, ihr habt da trotzdem noch einen Kopfhöreranschluss, eine Schnellladefunktion mit dabei, das neue OnePlus 6T soll wohl einen integrierten Fingerabdrucksensor im Display haben und hat auch mehr Speicher für weniger Geld. Also ich sag mal ehrlich, wer dort iOS installiert, würde ich Apple für diese Preispolitik schon längst den Rücken kehren. Ja, das war mein Fazit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch, werdet Abonnent, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Ich hoffe mal, ich konnte euch die Entscheidung ein bisschen abnehmen, ob ihr von eurem 7 oder 8 Plus wechseln solltet auf ein XS Max. Falls ihr noch Fragen zu diesem Umstieg habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich beantworte euch es oder ich mache nochmal ein kurzes Video dazu und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.